Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. Ja. 0800 220 5050. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute wieder eine freie Themennacht. Das heißt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch bei mir unter der angegebenen und gesagten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Ich freue mich auf meine erste Anruferin und die heißt Alena und Alena ist 22 Jahre alt. Hallo Alena. Hallo Domian. Hallo, grüße dich. Hi. Um was geht's bei dir? Weswegen hast du angerufen? Ja, also bei mir geht's darum, dass ich vor 4 Monaten von meinem großen Bruder dabei erwischt wurde, dass ich eine Beziehung zu einem Deutschen habe, beziehungsweise hatte. Ja. Ich bin Türkin. Türkin? Ich bin Türkin, ganz genau. Mhm. Und, bist du in Deutschland geboren? Ja, ich bin hier geboren und auch hier aufgewachsen. Und meine Familie ist jetzt auch nicht unbedingt unmodern oder bäuerlich. Also wir sind eigentlich schon relativ modern. Mhm. Nur war es für sie und speziell auch für meinen Bruder irgendwie ein absolutes No-Go, nachdem er das erfahren hat. Sag mir noch ein paar Worte zu deiner Familie. Wie groß ist die Familie? Wie viele Geschwister gibt es? Also ich habe 3 Brüder und eine Schwester. 3 Brüder, eine Schwester. Mhm. Jetzt hat dein Bruder dich vor 4 Monaten mit einem deutschen jungen Mann erwischt. Ja, ganz genau. Wie ist das genau passiert? Was ist da passiert? Also uns muss wohl irgendwie ein Bekannter von ihm irgendwo auf der Straße gesehen haben. Ich weiß es nicht genau. Also genaues weiß ich da auch nicht. Jedenfalls hat er es irgendwie erfahren. Also ich denke mal, man hat uns irgendwo gesehen und dann wird das dann natürlich sofort gepetzt und Hattest du denn mit diesem deutschen jungen Mann eine Beziehung, ein Verhältnis? Oder was? Ja. Ja. Mhm. So, jetzt hat dein Bruder das irgendwie mitbekommen. Ja, genau. Er hat euch nicht direkt ertappt irgendwo. Nein, selber hat er es nicht gesehen. Ja. Er hat es halt nur gehört von den Dritten. Was ist dann passiert weiter? Ja, nachdem er das herausgefunden hat, ist er völlig ausgerastet. Also er ist auf mich zugestürmt, hat mich angeschrien und angespuckt und geschlagen und ist wirklich total ausgerastet. Also er hat dich geschlagen? Ja. Wie alt ist dein Bruder? 32. Du bist 22 Jahre alt. Ja. Das Vergehen, in Anführungszeichen, was er dir vorgeworfen hat, ist, dass du ein Verhältnis mit einem deutschen jungen Mann hast. Ja, genau. Hat er dich angebrüllt und hat dich geschlagen? Ja, ganz genau. Wie hat er dich geschlagen? Ja, er hat mich mit der Faust ins Gesicht geschlagen, er hat mir an den Haaren gezogen, hat mich getreten, also er hat mit Händen und Füßen einfach auf mich eingeschlagen. Hat er währenddessen etwas gesagt auch? Ja, natürlich. Er hat mich beschimpft und angeschrien und... Wie hat er dich beschimpft? Was hat er gesagt? Ja, als Schlampe und als Hure und sowas halt in der Art. Also, ja. War das bei euch zu Hause? Wohnst du noch bei deiner Familie? Ja, jetzt nicht mehr. Also, In dieser Situation, ja, als das passiert ist? Da habe ich noch da gewohnt, ja, genau. Haben andere Leute das mitbekommen? Mama, Papa oder sonst jemand? Ja, natürlich. Die haben das alle mitbekommen. Die haben das mitbekommen, sind auch... Also haben versucht, dazwischen zu gehen. Das war natürlich gar nicht so einfach, wie er ausgerastet ist. Und das ging ja auch noch weiter. Er hat dann seine Pistole geholt und hat dann wirklich mit seiner Pistole vor mir gestanden und hat gesagt, ich bringe dich jetzt um und du hast die Ehre der Familie beschmutzt und diese ganzen Sachen, die man dann halt irgendwie so sagt. Und das ist dann halt durch die restliche Familie irgendwie verhindert worden, erstmal. Dadurch, dass sie sich halt irgendwie auf ihn geschmissen haben und Anwohner, die das halt mitbekommen haben, haben dann auch die Polizei gerufen. Ja. Die kam dann also glücklicherweise auch noch. Wer weiß, wo das dann hingeführt hätte, wie das dann weiter eskaliert wäre. Das heißt, wenn da keine Leute gewesen wären, hättest du wirklich Angst um dein Leben gehabt? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ist dann die Polizei gekommen. Was ist dann weiter geschehen? Ja, die Polizei ist gekommen. Die haben ihn natürlich versucht zu bändigen und haben ihn dann auch irgendwann festgenommen und haben ihn mitgenommen. Mhm. Und in der Zwischenzeit, also als er dann weg war, habe ich sofort meine Sachen gepackt. Kurze Frage noch. War das eine richtige Waffe, die er hatte? Ja. Besitzt oder besaß er einen Waffenschein? Natürlich nicht. Natürlich nicht? Nee. Hat die Polizei mitbekommen, dass er eine Waffe besaß? Ja. Ja. Das haben die mitbekommen. Gab es daraus Konsequenzen? Hat er eine Anzeige gekriegt? Das
Weiß ich nicht. Ich denke mal schon, ja. Also ich denke mal schon, ja. Erzähl mal weiter. Was ist dann danach? Wie ist es weitergelaufen, das Ganze? Ja, weitergelaufen. Also ich habe dann noch in der Nacht meine kompletten Sachen zusammengepackt. Ich habe auch noch ein Kind. Also ich habe einen Sohn. Mhm. Und ich bin geschieden. Also ich war auch schon verheiratet. Mit einem Türken. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Natürlich, wie sollte es auch anders sein? Ja. Und ich habe dann halt sämtliche Sachen zusammengepackt, halt meinen Sohn genommen und bin dann sofort am nächsten Morgen weg. Ich bin dann zu einer Freundin gefahren, die ganz am anderen Ende von Deutschland wohnt und bin dann vorerst erstmal bei ihr geblieben. Wie alt ist dein Kind? 3 Jahre alt. 3 Jahre alt. Mhm. Bevor du weitererzählst, ja. Die Polizei hat deinen Bruder da mitgenommen, erstmal. Ja. Wie hat die Familie sich verhalten, nachdem der Bruder dann draußen war? Also, meine Mama hat eigentlich die ganze Zeit nur noch geweint. Also, die war auch überhaupt nicht mehr bei sich. Die hat wirklich bitterlich geweint und war völlig am Boden zerstört, weil zum Ersten, ich meine, sie konnte sich ja denken, was jetzt als Nächstes passiert. Also sie wusste, dass ich nicht mehr zu Hause bleiben kann, dass ich auf jeden Fall weg muss, dass also diese ganze Situation nie wieder so wird, wie sie halt immer war. Wie ist denn die inhaltliche Position deiner Familie, deiner Mutter, deines Vaters? Sehen sie das auch so kritisch, wenn du mit einem deutschen jungen Mann ein Verhältnis hättest? Die finden das natürlich nicht toll. Also begeistert werden die jetzt nicht, aber die hätten mich jetzt, glaube ich, nicht verstoßen. Also so krass denken die da gar nicht. Das ist wirklich nur mein Bruder, der da diese heftigen Ansichten hat. Das heißt, sie verurteilen auch das, was der Bruder gemacht hat? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, jetzt bist du ganz weit weggezogen mit deinem Kind. Wie ist die Situation aktuell im Moment? Aktuell ist es so, dass ich mich wirklich verstecken muss. Also es ist halt so, dass er immer noch versucht herauszufinden, wo ich bin. Er terrorisiert meine Freundin und versucht die irgendwie dazu zu nötigen, mir zu sagen, ihm zu sagen, wo ich jetzt abgeblieben bin. Und heißt, du bist auf der Flucht vor deinem Bruder? Ja. Ständig auf der Flucht, das heißt, du wechselst deinen Wohnort permanent? Nee, das jetzt nicht. Also noch hat er ja nicht herausgefunden, wo ich bin. Ja. Also, das war jetzt noch nicht nötig, aber sobald er das halt irgendwie herausfindet, was hoffentlich nicht passiert. Also da ist eine ungeheure Wut bei deinem Bruder. Ja. Da ist die Ehre, welche Ehre ist da verletzt? Ja, seine Ehre als großer Bruder, der nicht richtig auf mich aufgepasst hat. Ach so. Mhm. Und die ist verletzt, weil die kleine Schwester, die aber auch schon 23 oder 22 Jahre alt ist, ein Verhältnis mit einem deutschen Mann hat. Das muss man immer wieder nochmal klar sagen. Ja. Was der Hintergrund ist. Das heißt, deine Eltern können ihn auch nicht bändigen. Sie können ihn nicht zur Vernunft bringen. Nein, nein, da ist er absolut eigensinnig. Also da lässt er sich auch gar nicht, von niemandem lässt er sich da reinbringen. Mhm. Ist er verheiratet? Ja, ja, klar. Ja? Kurze Frage so zu seiner Vergangenheit. Hatte er mal was mit einem deutschen Mädel? Ja, natürlich. Natürlich, das ist dann okay, ne? Natürlich, das ist ja, weil er ist ja der Mann, das ist ja was ganz anderes. Ist es jetzt nach wie vor so, dass du Angst um dein Leben hast, wenn er dich irgendwie finden würde? Ja, also ich könnte jetzt nicht ausschließen, dass er mir was antun würde, wenn er mich dann finden würde. Obwohl du ein Kind hast? Obwohl ich ein Kind habe. Und er weiß, dass er dem Kind die Mutter nähme? Mhm. Ist da nicht ein ungeheurer Zorn oder eine Aggression in dir gegen den Bruder? Nein, also ich meine, bis zu diesem Zeitpunkt haben wir uns wirklich bombig verstanden. Also ich kenne ihn auch gar nicht so. Er ist auch jetzt nicht irgendwie asozial oder ich weiß auch nicht. Also er hat auch einen guten Job und ist auch nicht dumm. Also das kann man jetzt gar nicht so darauf schieben, dass er es vielleicht nicht besser weiß. Aber ich habe schon ein Stück weit einen Hass auf ihn. Aber auf der anderen Seite wäre ich schon froh, wenn jetzt alles wieder so werden würde, wie es halt war. Also, gut, aber das hinterlässt ja Spuren. Ja. Das wird wahrscheinlich nie wieder so sein, wie es war. Ne? Wenn dein eigener Bruder fähig ist, oder wenn du sagst, er ist sogar fähig, mich umzubringen, kann es ja nie wieder so sein wie vorher. Wie stellst du dir jetzt die Zukunft vor? Tja, das ist sehr schwer zu sagen. Ich musste natürlich auch alles zurücklassen. Also ich habe mein Studium nicht weiterführen können. Mhm. Ich musste mein Kind aus seiner Umgebung reißen und
ja, jetzt muss ich halt gucken, dass ich irgendwie hier mein Leben ordnen kann, dass ich irgendwie peu à peu alles wieder auf die Reihe bekomme. Ja. Also. Das heißt aber, durch diese Wahnsinnsaktion deines Bruders ist auch der Kontakt für dich zur Familie abgebrochen. Ja. Das heißt, du kannst nicht ganz normal deine Eltern besuchen fahren oder die anderen Geschwister. Da sitzt immer die Angst im Nacken. Ja, also ich kann, also erstmal, ich weiß ja nicht, wie sich das jetzt in nächster Zeit entwickeln wird, aber erstmal kann ich auf jeden Fall nicht zurück. Und das ist halt auch das, was mich halt so speziell für mein Kind stört, weil der hat jetzt den Kontakt zu seinen Großeltern verloren, zu dem Rest der Familie, und das ist ja für ihn auch nicht toll. Ich bin entsetzt, was ich da höre, Alena. Wirklich, ich bin entsetzt. Ich meine, man hört es immer wieder. Ich habe ähnliche Sachen hier auch schon gehört und man liest solche Geschichten. Aber jedes Mal, wenn man das dann so von jemandem direkt erzählt bekommt, bin ich immer fassungslos. Ich bin wirklich fassungslos, wie jemand sowas machen kann. Wenn er seine Schwester liebt, muss ihm doch daran gelegen sein, dass es der Schwester gut geht. Und was die Schwester will und was für sie gut ist, muss sie selbst entscheiden. Da müsste man gar nicht, da muss man ja gar nicht diskutieren. Was redet man da? Ja, klar. Du kannst ja deine eigene Kultur, die Wurzeln deiner Kultur noch viel besser nachvollziehen, als wir das können. Mhm. Was glaubst du, wie lange es noch dauern wird, bis so eine gewisse Angleichung stattgefunden hat zwischen der alten Kultur und deinen Wurzeln und der Kultur hier in Westeuropa? Dass es da nicht mehr zu solchen Konfliktsituationen kommt? Sehr schwer zu sagen. Also ich glaube, das kann ich auch nicht beantworten. Das hängt ja auch immer von den Menschen selber ab, inwiefern er jetzt traditionell angehaucht ist oder religiös angehaucht ist. Also das hängt, glaube ich, davon ab, wie sehr ein Mensch wirklich halt auf seine Religion und Tradition fixiert ist. Ich vermute ja, dass es noch einige Generationen dauern wird, dass es sich miteinander richtig gut verbindet. Alena, ich würde dir gerne gleich noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, weil wir hier einige Adressen haben von Selbsthilfegruppen junger muslimischer Frauen, die ähnliche Dinge erlebt haben, wie du sie zurzeit erlebst. Ja. Vielleicht wäre es für dich interessant, da mal Kontakt aufzunehmen, Erfahrungen auszutauschen und mit Gleichgesinnten sich einfach mal zu unterhalten. Ja, wieso nicht, klar. Ja. Schaden kann das ja nicht. Bestimmt nicht. Dann wünsche ich dir von Herzen, dass alles gut geht. Ich wünsche dir eigentlich von auch natürlich, dass es sich irgendwie wieder einrenkt. Vor allen Dingen wünsche ich dir, dass du einen guten Kontakt wieder findest zu deinen Eltern. Mhm. Wie auch immer und wann auch immer. Hoffe ich auch. Ja. Dankeschön. Dass alles gut geht, auf jeden Fall. Jetzt legst du bitte auf und meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich an. Alles klar, Otto. Alles Liebe und alles Gute. Dir auch. Dankeschön, danke, tschüss. So, ihr Lieben, weiter geht es mit der Rotraut, 65 Jahre alt. Hallo. Hallo, Jürgen. Ja, hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Ich spreche ein bisschen leise, ja, weil im Haus ist alles ruhig bei uns hier. Und ja, aber du kannst mich verstehen. Ich kann dich wunderbar verstehen, ja. 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 Und ich darf auch Jürgen und du sagen. Na, aber hallo. Ich habe mir das ja auch also rausgenommen. Es ist ja entsetzlich, was diese armen Mädchen mitmachen. Ja, wenn ich das höre, bin ich immer fassungslos. Dass das ja, hier in Deutschland, in unserem Land quasi in unserer Nachbarschaft möglich ist. Ja, 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 also ich bin, aber die hat ja Mut, die junge Frau, das muss ich ja sagen. Und das braucht sie auch. Ne? Man kann ihr wirklich nur vom Herzen alles Gute wünschen. Ja, es sind wirklich in der Tat am schlimmsten betroffen die jungen Mädchen. Die jungen Mädchen, die in diesen beiden, die zwischen den Stühlen der beiden Kulturen hängen. Ne? Ja. Jetzt zu dir und deinem Anruf. Ach, Jürgen, also es ist vielleicht, ich bin ein bisschen hilflos, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar ist Folgendes, ich sag's mal ganz direkt, ich habe mich in meinen Arzt verliebt. Oh. Mit 65. Nun stell dir das bitte vor. Wobei, ich muss mal gerade sagen, deine Stimme klingt wie 45. Das sage ich nicht, um dir jetzt einfach billig zu schmeicheln. Ich weiß. Du weißt, ne? Ja, ich weiß. Erstmal sehe ich auch sehr jugendlich aus. Ja. Ich werde auch sehr jung geschätzt. Ja. Und meine Stimme klingt auch sehr, ja, und mir geht's auch gut. Also das ist auch ein Ausdruck, dass es einem gut geht. Ja, finde ich auch, ja. Und ich habe also, ja, ich habe mein Leben auf der Reihe sozusagen, wie man so sagt heute. Du bist Rentnerin? Ich bin jetzt Rentnerin. Ja. Was hast du beruflich vorher gemacht? Ich war zuletzt Chefsekretärin in einem großen Industrieunternehmen. Ich habe auch gut
verdient. Wann? Und ja, also ich habe auch finanziell, naja, bis auf das, was jetzt auf uns zukommt und was Rentner also so im Moment mitmachen. Ja. Aber mir geht's gut. Alles im grünen Bereich. Ja, wunderbar. Wie lange lebst du schon alleine? Ach, schon sehr lange. Warst du mal verheiratet? Ja, war ich. Ich habe auch eine Tochter, die habe ich allein großgezogen. Die ist auch wunderbar gelungen. Also es ist alles im grünen Bereich. Was heißt denn sehr lange alleine sein? Heißt das 5 Jahre oder 10 Jahre? Nee, 20 Jahre. 20 Jahre? Ja. Und gar nichts gelaufen in den 20 Jahren? Doch, natürlich. Kleine Sache. Man hat ja so seine Bedürfnisse, ja. Wenn ich das so sage. Und jetzt hast du dich in deinen Arzt verliebt. Mensch, nun stell dir das vor, bitte. In was für ein Arzt? Was ist das für ein Arzt? Also ich bin selber so hilflos, weil ich kann da auch nicht mit jemandem drüber sprechen. Also es ist, ich hatte eine Augenoperation und das ist ein, natürlich ist er nett. Nicht? Also es ist ein Augenarzt? Dein Augenarzt? Mein Augenarzt, den ich mir auch noch selbst ausgesucht habe. Wo man immer besonders intensiv sich in die Augen guckt, ne? Wie alt ist der Augenarzt? Ich habe keine Ahnung. Was schätzt du? Ich schätze, der ist 45. 45? Ja. Also weiß er schon von seinem Glück, dass du in ihn verliebt bist? Also wir flirten miteinander. Ja. Also ich wäre noch gar nicht mal so auf diesen Trip gekommen, wenn ich nicht eines Tages, ich muss ja jede Woche zu ihm in die Praxis, weil die Operation ist nicht geglückt. Es ist eine sehr lange Nachtbehandlung. Mhm. Eines Tages, oh Gott, komme ich in die Praxis und da stehen so mindestens 6, 7 Leutchen vor mir. Er steht da an der Rezeption und kommt auf mich zugeschossen und guckt mich an und begrüßt mich. Mir rutschte mein Herz in die Hose. Aber es gab bisher kein privates Treffen. Nein, es ist alles im Rahmen der Praxis, im Rahmen des Arzt-Patienten-Verhältnisses. Ja, es darf ja kein, also der Arzt darf es ja eigentlich nicht. Er hat natürlich so leichte Annäherungsversuche gemacht, aber ich habe das natürlich abgeblockt. Ach, das hat er schon gemacht? Ja, so leicht. Was heißt das, leicht? Bitte? Was heißt das, leichte Annäherungsversuche? Ah ja, er hatte mich mal so gefragt, das gehörte gar nicht dahin, ob es da nicht jemanden gibt. Und das habe ich, also ich weiß gar nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Mhm. Weißt du denn, ob er... Ich weiß nicht. Nein. Ich will das eigentlich im Grunde genommen auch gar nicht wissen, weil ich sag mal so, wenn ich mich wirklich auf irgendwas einlassen würde, es wäre nur eine Affäre. Mhm. Und ich habe also auch, sag ich mal so, in der Vergangenheit mehrere Affären gehabt und ich bin danach immer völlig fertig. Ich leide dann immer sehr. Warum würdest du dich nur auf eine Affäre einlassen? Und na, mir ist ja nicht zu erwarten, ne? Sagst du so? Ja, ach, das sehe ich ganz nüchtern. Tja. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß ja nicht, was da... Wir wissen ja gar nichts. Wir wissen nicht, ob der Mann verheiratet ist, ob der eine Freundin hat. Wir wissen nichts. Wir wissen nicht, was mit dem los ist, wenn er dich sieht. Ja, das weiß ich eben auch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, Jürgen, entschuldige bitte, aber wir sind erwachsene Leute. Ich sehe immer, dass er also auch Gefühle hat. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber wir können ja offen darüber sprechen. Ne? Was meinst du damit? Du siehst, dass er Gefühle hat? Wenn du ihm... auf ein bestimmtes Körperteil guckst. Nein, ehrlich? Ja. Das ist ja der Hammer. Ich habe gerade gedacht, du meinst das so, du siehst es in den Augen, dass er gefühlt. Nein. Du siehst ihn, nein, das ist ja unglaublich. Ja, der sitzt vor dir und hat eine weite Hose. Ich bin natürlich auch ein Ass, ne? Ja, und hast einen schicken kurzen Rock an? Na, das nicht, ich strahle auch sehr viel, ja, Optimismus aus und auch... Ich fass es nicht, da sitzt der Augenarzt da mit, ich mag es ja nicht auszusprechen. Ich forciere das auch so ein bisschen, ne? Wie forciert man das? Ich habe da so meine Tricks. Er ist jedenfalls, ich merke das dann, wenn er ganz nervös wird und die Beine übereinander schlägt. Unglaublich. Du machst den Radadoll, den Arzt. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber ich guck dann so in eine bestimmte Richtung und er spricht mit mir und ich antworte ihm nicht. Ich guck dann ganz in die Ferne und dann wird er ganz nervös. Sag mal, ist er eigentlich auch dann schuld, dass das nicht so geklappt hat mit der Operation? Ja, wahrscheinlich. Aber das nimmst du ihm nicht übel?
Ah, Mensch, ich bin hin und her gerissen, muss ich dir ehrlich sagen. Mhm. Also ich, gut, dass wir da jetzt nochmal drauf zu sprechen kommen. Mhm. Also das sind so meine Gefühle. Ich weiß es nicht, warum er, ich werde natürlich auch besonders behandelt in der Praxis, nicht? Mhm. Also wenn ich komme, ich muss nicht immer warten, wenn er mich sieht, nimmt er mich gleich dran. Gibt mir teilweise auch die Arzneien, die muss ich dann nicht extra kaufen, die hat er da irgendwie vorrätig, die bekomme ich dann. Und also ich werde sehr zuvorkommend von ihm behandelt und so weiter. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob das nicht eventuell, ja, wenn ich ein bisschen Schuldgefühle hat oder was weiß ich. Mhm. Mhm. Und ich, das ist eben das Problem, dass ich das nicht, kannst du mich verstehen? Ich kann dich gut verstehen, ja. Es wäre ja vielleicht nicht falsch, wenn du dir die Sache mal von einem anderen neutralen Arzt mal anschauen lassen würdest. Ja, er hat mich einem Professor vorgestellt. Und ja, aber da bin ich sehr misstrauisch geworden. Es läuft wohl darauf hinaus, dass eine Hornhauttransplantation vorgenommen werden muss. Mhm. Und vor dieser Operation habe ich also ganz große Angst, weil ich, ja, ich weiß nicht, wenn das nämlich nicht funktionieren sollte, es ist ja ein Fremdorgan, was man eingesetzt bekommt. Und wenn mein Körper das abstößt, ich weiß nicht, was dann mit meinem Augenlicht ist. Und davor habe ich natürlich unheimliche Angst, ne? Er hat dir einen Professor vorgeschlagen oder einen Kontakt hergestellt. Ja, da arbeitet, mit dem arbeitet er zusammen. Ja. Und ich würde zu einem völlig anderen Arzt gehen, dass die beiden sich gar nicht kennen und würde dem erstmal gar nicht groß was erzählen, sondern der soll sich das mal anschauen und das begutachten. Das mal zu dem Medizinischen. Jetzt aber nochmal zurückzukommen auf die Liebesgeschichte. Das kann ich eben nicht einordnen. Ich weiß nicht, ob er nicht eventuell ein schlechtes Gewissen hat. Ah ja, könnte auch sein. Dass er deshalb so freuen, dass ich deshalb so zuvorkomme. War er denn vorher, vor der Operation auch schon so? War auch freundlich, Freundlich, aber nicht so sehr wie jetzt. Ja, er ist ein neuer Arzt. Also ich habe einen anderen Augenarzt vorher gehabt und der ist verstorben. Und ich habe mir dann einen anderen gesucht, auch den, der ist mir auch empfohlen worden. Und dann bin ich da hingegangen. Ich kannte ihn dann, ich war vorher einmal da und dann nochmal. Und dann habe ich mich für diese Operation entschlossen. Willst du das erstmal, was so diese emotionale Geschichte anbelangt, erstmal so weiterlaufen lassen? Und damit spielen auch ein bisschen? Nee, möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich das beenden. Aber immer, wenn ich ihn wieder sehe, oh Gott, er hat natürlich eine gewisse, für mich jetzt, er ist ein anderes, ich finde, er ist ein interessanter Mann. Mhm. Und er hat manchmal auch diese eine wahnsinnig nette Stimme, die mich also immer wieder anspricht. Wäre es denkbar für dich, dass du sagst, dass du ihm vorschlägst, dass man sich im privaten Umfeld mal trifft? Also nee, das würde ich glaube ich nicht machen. Ja. Ich meine, das müsstest du tun, wenn du ernsthaft interessiert wärst. Genau. Und sonst ich hatte mir eigentlich schon was ausgedacht, wenn ich die Operation hinter mir habe und alles ist gelaufen. Dann hatte ich nämlich, weil er war wirklich sehr nett und dann wollte ich ihm, ich vermute, dass er ist ein Gourmet, das sehe ich an der Figur. Und ich wollte ihm eine sehr gute Flasche Rotwein schenken. Und vielleicht ein paar Zeilen entweder dazu schreiben oder etwas sagen, aber ich wäre geneigter gewesen, ihm mich zu bedanken, also zu schreiben. Geht natürlich jetzt alles nicht, weil die Operation nicht funktioniert eben, hat. Ne? Genau. Und da habe ich gedacht, also wenn er dann hätte ich auch gesagt, also er sollte mich doch mal informieren, wie ihm dieser Wein geschmeckt hat. Hätte ich natürlich eine sehr gute Marke rausgesucht. Wir waren mal in Südafrika, da haben wir Wein probiert, da gibt es also sehr gute Weine. So, das hatte ich mir so zurechtgelegt. So, und jetzt ist die Frage, wie soll es jetzt gehen, weitergehen? Ja, das ist eben das Problem, dass ich krieg meine Gefühle nicht in den Griff, nicht? Also das ist, ich bin völlig fassungslos. Also ich würde an deiner Stelle erstmal sehen, weil das finde ich wirklich wichtiger, dass das Auge wieder in Ordnung kommt. Und versuche mich da erstmal rauszuziehen, wirklich auch indem ich zu einem anderen Arzt ginge. Und danach, wenn das sich alles beruhigt hat, dann diese Baustelle nochmal neu begucken und mal sehen, wie sich das so alles ergibt. Ja.
Liebe Rotraut, die Zeit läuft davon. Ja, ich sehe, die ich läuft sehe. Davon. Ja, ja, klar. Okay. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir mich zu unterhalten. Und hoffe vor allen Dingen, das ist wirklich super wichtig, dass du mit deinen Augen wieder so richtig, ja, richtig gesund bist. Ja, sehr. Mhm. Mhm. Also es war sehr nett, mit dir zu sprechen, Jürgen. Das gebe ich zurück, vielen Dank. Weil ich auch sehr oft gucke, also, und ja, ich finde das sehr interessant, wie du auch immer die entsprechenden Antworten parat hast und manchmal den Leuten auch klar und deutlich sagst, wie das sein soll. Das, ja, finde ich toll. Danke, ja, dir. Alles Gute. Vielen lieben Dank und alles Gute, ja, Rotraut. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, an dieser Stelle ein Hinweis auf morgen. Morgen haben wir Themennacht und da wir letzte Woche Donnerstag, ehe die Stammzuschauer und Stammhörer werden es wissen, hatten wir einen großen GAU hier, konnten wir unser Thema nicht machen. Das Thema hatten wir vorgesehen, meine schlechteste Eigenschaft. Deshalb machen wir das morgen jetzt richtig und nochmal. Unser Thema morgen also heißt meine schlechteste Eigenschaft. Ich möchte gerne mit euch reden über eure schlechteste Eigenschaft, wie ihr dazu steht. Steht ihr überhaupt dazu? Hat diese schlechteste Eigenschaft euch vielleicht schon in große Probleme geführt? Habt ihr vielleicht ein schlechtes Gewissen wegen dieser schlechtesten Eigenschaft? Oder ihr sagt ganz einfach, ja, ich bin nun mal so und da kann man gar nichts gegen unternehmen. Vielleicht gibt es auch Leute unter euch, die eine sehr üble Eigenschaft so im Laufe des Älterwerdens erfolgreich bekämpft haben und mir auch darüber erzählen möchten. Also, das ist unser Thema morgen, meine schlechteste Eigenschaft, und ihr könnt euch heute anmelden, schon zu dem Thema unter domian@wdr.de. Könnt ihr auch ein bisschen nachlesen unter www.domian.de oder euch morgen ganz einfach während der Sendung und vor der Sendung hier bei uns melden. Madeleine ist hier. Madeleine ist 25. Hallo Madeleine. Hallo. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Warum rufst du an, Madeleine? Ja, ich rufe eigentlich wegen einer Partnerschaft, wegen meiner Partnerschaft. Ja? Was ist da los? Ja, bin ich eigentlich unglücklich, weil mein Freund war gestern hier bei mir und hat auch dann Internet genutzt, habe ich auch nichts dagegen und... Naja, nur habe ich dann halt rausgefunden oder mitgekriegt, dass er da sich als Single eingetragen und eine Freundin sucht oder Frau sucht, wie auch immer. Aha. Wie lange seid ihr schon ein Paar? Fast ein und ein Vierteljahr. Ein und ein Vierteljahr. Hast du sonst irgendwelche Anzeichen schon mal bemerkt, dass er irgendwie, ja, vielleicht unzufrieden ist oder dass du misstrauisch geworden bist aufgrund irgendeiner Verhaltensweise? Nö, nee, eigentlich nicht, aber wir hatten uns eigentlich jetzt immer relativ wenig gesehen. Mhm. In der kürzeren Zeitabständen. Ja, was heißt mal du? Alle 14 Tage oder so. Was verschieden. Ja, wie kommt das? Wohnt ihr weit auseinander? Ja, ich wohne in Ribnitz und er wohnt in Rostock. Das sind wie viele Kilometer ungefähr? Ungefähr 37. Ja, so viel ist das ja nicht. Mhm. Nee, eigentlich nicht, aber sonst hatten wir uns eigentlich in der Regel immer jede Woche besucht. Ja, telefoniert eigentlich ihr? Immer. Telefoniert ihr? Ich mal er oder wir sind dann auch und so. Ja. Aber es fließt jetzt alles eigentlich nach. Mhm. Lies das von ihm aus nach, dass er gesagt hat, ich habe keine Zeit oder? Ja, nur ist auch, er ist ja auch berufstätig, aber sonst hat er sich dann ab und an mal per SMS wenigstens gemeldet, um überhaupt mal ein Lebenszeichen von ihm zu haben. Mhm. Das war aber dann aber auch nicht mehr. Ach so. Hat ich mich mal gemeldet, um überhaupt was zu hören, dann hat er. Das heißt, ihr telefoniert gar nicht jeden Tag miteinander? Nein. Das kann dann schon ein paar Tage dauern, ehe man was voneinander hört. Ja, richtig. Mhm. Zum größten Teil muss ich dann mal einen Anfang machen, mal schreiben, wie geht's so und so, damit ich überhaupt mal irgendwie mal Zeichen von ihm höre. Mhm. Ein Vierteljahr ungefähr, sagst du, seid ihr zusammen? War die erste Zeit, sagen wir mal so das erste Jahr, war das eine gute Zeit für dich, eine glückliche Zeit? Und eigentlich ja, ja. Ja, eigentlich? Aber, oder wirklich? Doch, eigentlich schon. Mhm. Doch, doch. Ja. Ist er in deinem Alter? Du bist 25? Nee, er ist 33. 33, ja. So, jetzt bist du ihm da auf die Spur geraten, dass er sich eingetragen hat, Single sucht. Hast du ihm davon erzählt, dass du das gesehen hast? Nein. Mhm. Das heißt, er ist wieder weggefahren und du hast es dann im Nachhinein bemerkt am Computer. Ja, richtig, weil, ja, weil wenn man denn mal Internetseiten eingibt, denn wenn man jetzt bestimmte Buchstaben eingibt, dann baut er dir ganz auf. Ja, ja, klar. Mhm. Und da hatte ich habe geguckt, Mensch, die Seite hast du ja nie eingegeben. Da war ich ja neugierig. Mein Gott, wer weiß, wo der da war. Da rechne ich ja nicht mit sowas. Ich habe es eigentlich da nicht gesehen, da war ja ein Bild von ihm drin. Sonst hätte ich das ja gar nicht gewusst. Ja, klar. Weil die geben sich ja andere Nicknamen ein oder sowas. Und, ja, ja. Naja, dann war ich ganz baff gewesen. Ganz erschrocken gestern. Ja. Und was für Gefühle hast du jetzt, seitdem du das weißt? Ja, im Grunde bin ich schon sehr sauer. Mhm. Ich habe bis jetzt auch schon eigentlich nicht meine erste Enttäuschung, ich hätte ja schon mehrere Enttäuschungen gehabt. Ja.
bisher, ich habe auch drei Kinder schon und ach so. Bisher immer nie so die große Liebe fürs Leben gefunden. Also Enttäuschung und Traurigkeit, ein bisschen Zorn, alles so gemischt. Ja, richtig. Ich glaube, es ist jetzt höchste Zeit, dass ihr beiden mal ganz dringend miteinander reden solltet. Aber ganz dringend. Ja. Schon aufgrund der Tatsache, dass ich finde es auch eine komische Situation, wenn man relativ frisch erst ein gutes Jahr zusammen ist und sich kaum sieht und auch sehr wenig kommuniziert miteinander mit Telefon oder so. Das finde ich schon ein bisschen seltsam, wobei man gar nicht so weit auseinander wohnt. Und spätestens jetzt, nachdem du das gesehen hast, musst du reden. Du musst ihn fragen, was los ist. Du kannst ihm auch ruhig sagen, hier, es ist dein PC, du hast das gesehen, konfrontiere ihn mit dem, was du entdeckt hast. Ja, das ist richtig, das hatte ich auch vor, weil irgendwo muss ich das, geht immer nicht anders. Wie war denn so die Stimmung zwischen euch, als er jetzt das letzte Mal zu Besuch war? Na, er war gestern bloß eine halbe Stunde, er ist dann, wie gesagt, berufstätig, hat hier in Darmgarten einen Termin gehabt und musste dann eine Stunde später aber schon in Rostock sein. Dadurch war eigentlich bestimmt im Bus auf eine Tasse Kaffee hier gestern. Dadurch hat man sich gar nicht groß unterhalten, nur war im Internet. Es war vielleicht maximal halbe, dreiviertel Stunde, mehr war es gestern auch nicht. Und wie lange hattet ihr euch da vorher nicht gesehen? Fast 3 Wochen. Fast 3 Wochen? Und dann kommt der Knabe auf eine halbe Stunde zu dir nach Hause und setzt sich dann auch noch an den PC? Das, ja, so einfach war kaum hier, mal Tag gesagt, die PC dann angeschmissen, dann geguckt und naja, man hat sich nicht unterhalten, gar nichts gefragt, wie es mir geht oder gar nichts. Wie stumm saß er, ist man miteinander umgegangen. Klingt sehr erschreckend, Madeleine. Klingt sehr erschreckend, klingt fast so, als wäre da fast die Luft raus. Ja. Mensch, wenn ich 3 Wochen meine Freundin nicht gesehen habe, 3 Wochen, das muss man sich mal vorstellen. Da freut man sich, da ist man zärtlich miteinander, da küsst man sich und da nutzt man jede Minute, die man hat, um etwas voneinander zu haben. Aber eher überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Das war sonst eigentlich nicht so der Fall. Wie sind denn deine Gefühle noch für ihn? Ja, eigentlich habe ich noch starke Gefühle. Starke Gefühle. Ja, Marlene, da musst du ihn. Wie ist denn jetzt die Planung? Wann wolltet ihr euch denn wiedersehen? Aber ich werde es mir erstmal aussprechen, dass ich da morgen mal hin war oder er kommt mal hier. Das Wetter ist heute, war nur auch Schiedwetter bei uns hier, hat ganz schön geregnet, Schneeregen und da mag ich nicht so gerne Auto fahren. Ja. Ach, das heißt, du hast ein Auto, das heißt. Im Auto, ja. Ich habe nur noch nicht so lange meinen Führerschein, erst 3 Jahre und da habe ich nur so ein bisschen Angst, bei so einem Wetter zu fahren. Ist auch klar, ja, sicher. Aber es besteht die Möglichkeit, sich ins Auto zu setzen und in einer halben Stunde. Würde gehen, ja. Ja, dann ruf an und mach so schnell wie möglich, dass er dann auch zu Hause ist und fahr hin und rede Tacheles mit dem Burschen. Damit du weißt, woran du bist. Ich finde, das hört sich sehr schlecht an, was du erzählst. Ja. Das hört sich schon fast so an, als kannst du den vergessen. Prinzipiell eigentlich schon, ja. Denke ich eigentlich auch. Ich habe im Allgemeinen wenig Vertrauen überhaupt zu meinem Partner. Ja. Da ich im Allgemeinen schon oft enttäuscht wurde. Damals der Vater von meinen ersten beiden Kindern, der hat ständig getrunken. Ja. Das habe ich dann auch mehrmals gesagt. Ich möchte das nicht, sonst würde ich mich trennen. Und ach, da führt er keinen Weg rein. Er trinkt bis heute noch. Und das geht irgendwo gar nicht. Wenn man Kinder hat, dann kann man ihnen das nicht zumuten. Das geht irgendwo nicht. Wie alt sind denn deine Kinder? Mein ältester Sohn ist 4, dann ist eine Tochter, die ist 3. Meine jüngste, die ist 18 Monate. Mhm. Das heißt, mit dem Vater des letzten Kindes, wie lange warst du mit dem zusammen? Oh, maximal 3/4 Jahr. Mhm. So lief das ja von der Liebe her ganz okay, war ganz okay. Bewusst, er hat im Prinzip hatte viel gelogen und ja. Achtung getan. Wenn irgendwo zwischen uns was nicht lief, dann hat sie bei meiner Mutter ausgeheult. Die wusste alles, was zwischen uns abging in der Beziehung. Das ist irgendwo nicht mein Ding. Sind die Kinder jeweils von verschiedenen Vätern? 2 sind von einem Vater und die letzte ist von meinem vorletzten Freund. Mhm. Wieso lässt du dich bei den Männern, Madeleine, wenn ich das fragen darf, so schnell darauf ein, dass du schwanger wirst von den Männern, wenn du auch schlechte Erfahrungen gemacht hast und dir vielleicht ihrer Liebe gar nicht so sicher bist? Warum? Ja, ich weiß nicht, mit meinem ersten Partner war ich damals zusammen 3,5 Jahre. Mhm. Ja gut, wo ich nachher schwanger war. Ja, also ja. Da waren wir schon, das ist schon ein bisschen eine Zeit zusammen und war nicht auch ein Wunschkind und... Ja. Naja, ich hatte nicht gehofft, durch ein Kind ändert sich dann irgendwann mal was. Wächst Alkohol und manchmal ist das ja dann halt so. Das war da mal eine Zeit lang, hat er nicht getrunken und dann war das dann, hat er auch wieder getrunken. Im Prinzip hat auch seine Schwester ihm unterstützt. Er hat dann in den Kneipen getrunken, sein Geld versoffen. Und der zweite, wie lange warst du mit dem zusammen? Ja, ungefähr ein 3/4 Jahr. Und mit dem letzten dann noch kürzer?
Nee, mit meinem jetzigen Partner bin ich jetzt eine. Nein, nein, ich meine mit dem Partner des dritten Kindes. Mhm. Ach so, dein jetziger Partner? Ja, und der davor, der Partner von meiner letzten Tochter, so mit dem war ich maximal 3/4 Jahr zusammen, so weil genau so er hat mich zwar geliebt, aber wie gesagt, der hat sich dann, wenn irgendwie zwischen uns was nicht lief, dann hat er sich bei meiner Mutti ausgeheult, bei meine Geschwister und... Martin, der, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben, der dich nur eine Viertelstunde, halbe Stunde gestern besucht hat. Ja, richtig. Wie hast du den kennengelernt? Den kenne ich eigentlich schon 4 Jahre. Den habe ich immer auf dem Markt bei uns gekannt. Der ist CD-Händler hier in Ribnitz und so auf Flohmärkten und überall verteilt. Dann hat sich, da war ich damals, das war 2-1 gewesen, da war mein Sohn gerade, was weiß ich, ein Vierteljahr, wie auch immer. Ich habe damals den CD bei ihm gekauft. Da kam man irgendwann mal ins Gespräch. Man hat sich irgendwann an Ribnitz mal wieder gesehen und auf andere Märkte. Naja, und dadurch hat man sich eigentlich ganz gut verstanden. Und letztes Jahr wurde halt mehr draus, als nur eine Freundschaft. So, Marlene, du fährst so schnell wie möglich dahin und führst ein sehr offenes Gespräch und stellst ihm wirklich die entscheidenden Fragen, was mit ihm los ist, ob er dich noch liebt und ob er für euch eine Zukunft sieht. Mhm. Und das musst du so schnell wie möglich machen, damit du weißt, woran du bist, finde ich. Ja, ist so. Ist auch angebracht. Im Prinzip weiß eigentlich auch meine Vorgeschichte als Ex-Partner und verstehe ich das irgendwo nicht. Ja. Dass er ihm hier irgendwo so wehtut. Er weiß, dass ich im Prinzip immer Pech hatte mit Männern und ja, dafür habe ich irgendwo kein Verständnis für sowas. Ja. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und mach schnell einen Besuchstermin aus bei ihm. Ja, das mache ich. Alles Gute, Marlene. Jo, danke schön, Domian. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Wir haben heute eine Freitemennacht, falls ihr zufällig hier reingezappt seid im Radio oder im Fernsehen. Das ist eine Telefon-Talkshow und ihr könnt hier live anrufen und euch mit mir unterhalten über alles Mögliche und alles Unmögliche, über alle Themen, die euch auf den Nägeln brennen. 0800 220 50 50. Hier ist Nicole und Nicole ist 33. Hallo Nicole. Ja, hallo Daumen. Hallo Nicole. Dein Thema? Mein Thema ist, ich habe innerhalb von drei Monaten 2 Fehlgeburten gehabt. Innerhalb von 3 Monaten? Mhm. Wie ist das gekommen? Wie ist das gekommen? Also die erste Fehlgeburt war halt eben im Juli und da habe ich dann, war ich beim Frauenarzt und dann sagte der Frauenarzt zu mir, dass das Herz stehen geblieben wäre vom Fötus. Mhm. In wie vielen Monat warst du da? Da war ich in der 14. Woche. In der 14. Woche. Mhm. Mhm. Ja, und dann musste ich dann ins Krankenhaus, wurde dann ausgeschabt und bin dann aus dem Krankenhaus raus. Mhm. Ja, und dann Ende September war ich dann wiederum schwanger, war auch unheimlich glücklich darüber und hatte mich riesig gefreut gehabt. Und dann habe ich dann am 26. Oktober hatte ich dann durch Stockblutungen das Kind dann auch wiederum verloren und musste dann auch wiederum ins Krankenhaus, weil ich fast verblutet bin. Mhm. Und ja, jetzt sitze ich hier mit meiner tiefen Trauer. Ja, das zweite Kind, das habe ich jetzt nicht so schnell exakt rechnen können, da warst du in der wievielten Woche schon? In der 12. Woche. Auch in der 12. Mhm. Beides mal in der 12. Woche. Mhm. Mhm. Haben die Ärzte dir irgendeine Erklärung gegeben, wie es beim ersten Mal passieren konnte, was beim zweiten Mal passiert ist, ob es da vielleicht einen Zusammenhang gibt? Ja gut, die Föten wurden natürlich eingeschickt, die wurden dann auch untersucht und was man halt eben immer nur gesagt bekommt, ist, dass irgendwo ein genetischer Defekt war und dass man halt eben nichts machen konnte. Ein genetischer Defekt insofern, dass sich das wiederholen könnte, immer wieder? Es ist ja erstaunlich, dass es beides Mal in der 12. Woche passiert ist. Ja gut, das erste in der 14. Woche. Das erste in der 14. Ja, das Einzige, was halt eben der Arzt zu einem sagt, ist, das Einzige, was man halt eben versuchen könnte, wäre probieren. Mhm. Ist natürlich leichter gesagt als dann getan, ne? Wenn man das zweimal erlebt hat jetzt. Ja, ist schon sehr hart. Mhm. Du bist in einer festen Partnerschaft, davon gehe ich aus? Ich bin verheiratet. Du bist verheiratet. Mhm. Du hast noch keine Kinder? Doch, ich habe 2 Jungen. Ach, du hast schon 2 Kinder? Ich habe 2 Jungen und wir wollten immer 3 Kinder haben, aber irgendwo ist mir das dritte Kind nicht gewählt. Ja. Was sagt denn dein Partner dazu, zu der jetzigen Situation? Ja, was sagt mein Partner dazu? Er trauert zwar auch, natürlich anders wie ich, und geht natürlich hin und
ist halt eben ein schwerer Schicksalsschlag und er vertieft sich dann in seiner Arbeit und das war's dann. Was ist für eine Stimmung für dich im Moment? Möchtest du überhaupt nochmal schwanger werden? Könnte ich mir vorstellen, dass man dann auch Angst hat, um nochmal sowas zu erleben, dass man sich einfach davor schützen möchte, dass das nicht nochmal passiert. Ja, stimmt schon. Also auf der einen Seite würde ich leben gerne, aber auf der anderen Seite denke ich dann die Angst, die das Ganze dann mitbringt. Bis das, sagen wir mal, diese 14 Wochen vorbei wären. Und dann wüsste man ja immer noch nicht, ob es klappen würde oder... Ich meine, du hast natürlich das Glück, dass du schon zwei gesunde Kinder hast. Ja, klar. Das ist schon mal ein großes Glück. Vielleicht war es auch dankbar drum, um Gottes Willen. Vielleicht war es auch nicht so geschickt, dass jetzt nach der ersten Fehlgeburt du wieder so schnell schwanger geworden bist. Weil der Schock saß da ja noch dir in Leib und Seele. Und jetzt ist es natürlich umso schlimmer, nachdem es nun nochmal passiert ist. Klar, logisch. Es war halt eben so, dass wir uns da in Sachen Verhütung uns gar keine Gedanken gemacht haben. Ne? Und dann war es dann halt eben auch so schnell wieder passiert. Ne? Sicher wäre es gut, wenn jetzt erstmal eine Ruhephase eintreten würde. Also im Moment wäre ich auch gar nicht bereit für irgendwie, also... Ja. Also psychisch könnte ich das im Moment überhaupt gar nicht verkraften. Nach wie vor besteht aber der Wunsch, dass ihr noch gerne ein drittes Kind haben möchtet, eigentlich. Ja, doch. Ja, dann wäre es wahrscheinlich sehr klug, wenn, wie gesagt, wenn ihr und du alles sich jetzt erstmal beruhigen lassen würdet. Und wer weiß nächstes Jahr, wie deine Stimmung ist und auch deine seelische Verfassung, dass man da nochmal mit richtiger Energie rangehen kann. Ja, das stimmt. Hast du denn im Moment, ich meine, wenn man das zweimal so erlebt hat, finde ich schon, dass das auch vielleicht richtig wäre. Hast du mal Kontakt mit einem Psychologen gehabt oder eine Sprechstunde mal gehabt? Ne, also zurzeit noch gar nicht. Ich habe also mit meinem Frauenarzt darüber gesprochen, habe gefragt, wie sieht's aus, könnte ich eine psychologische Hilfe bekommen? Und er meinte dann halt eben, ja, direkt beim Psychologen mit Einzelgesprächen, wüsste er nicht, ob das Richtige wäre, steckte dann mir eine Telefonnummer entgegen, wo er dann gemeint hat, dass eine Selbsthilfegruppe eventuell mir mehr bringen würde. Aber ich bin ein sehr, sehr sensibler Mensch, wo halt eben auch Schicksale von anderen dann auch mitträgt und auch mit nach Hause nimmt. Und ich weiß nicht, ob das das Richtige für mich ist. Also ich finde in der Regel Selbsthilfegruppen auch immer sehr gut. Aber wenn jemand so reagiert, wie du jetzt gerade reagiert hast, dass du sagst, eigentlich, wenn ich, geht es mir vielleicht noch schlechter, wenn ich die schlimmen Geschichten der anderen höre, ist das für mich ein Warnsignal, da würde ich sagen, dann geh da erstmal nicht hin. Dann wäre vielleicht eine persönliche psychologische Beratung in einem Einzelgespräch mit einem Psychologen das Beste für dich. Ich würde dir gerne im Rahmen unserer Möglichkeiten etwas weiterhelfen. Das heißt, du legst auf und meine Psychologin ruft dich gleich nochmal an. Ja. Und dann könnt ihr das mal beraten, wie du es angehst, wo du es in deiner Umgebung angehst und so weiter. Ja. Sicherlich, das muss jetzt keine große Psychotherapie sein, aber einige Beratungsstunden wären in dem Fall sicher angebracht, glaube ich. Ja, vor allen Dingen auch vielleicht mal einen kleinen Anhalt zu finden, für einen Weg zu finden, mit erstens mal mit der Trauer umzugehen und zweitens mal aus dem tiefen Loch rauszukommen, wo ich jetzt drin bin, weil ich muss ja auch noch die zwei anderen Kinder versorgen. Ja, ich muss ja auch für meinen Partner da sein, oder besser gesagt, mein Partner für mich und ich für ihn. Und gut, okay, die Beziehung zwischen uns zweien ist zwar jetzt inniger geworden, weil was mein Mann alles so für mich getan hat, der hat also die ganze Zeit bei mir am Bett gesessen und hat halt eben die ganze Zeit, der hat mich überhaupt nicht aus den Augen gelassen und war immer bei mir, bis dass ich wieder nach Hause konnte. Die Kinder waren dann gut bei meinen Eltern versorgt und alles, ne? Aber irgendwie ist er für mich da, aber ich kann, also meine Familie ist für mich da, aber ich kann im Moment meiner Familie nicht die Kraft und Energie geben, die sie eigentlich bekommen sollte. Ja, verstehe ich. Grund genug, sich Hilfe zu holen und gemeinsam mit einem Fachmann, mit einer Fachfrau, halt auch so die Trauerarbeit vielleicht vorzubereiten, das gemeinsam einzuüben, wie man das verarbeiten kann und so weiter. Ich hatte ja auch damals, also wie es jetzt das zweite Mal passiert war,
habe ich ja auch so eine Kurzschlussreaktion gehabt. Da wollte ich ja auch sogar hingehen und wollte mich unter den Zug werfen. Mhm. Bis das halt eben vor den Gleisen mir dann halt eben klar wurde, hey Fräulein, was machst du hier? Also, du warst, hast du so eigentlich noch alle? Du ja, warst ich so, wollte es machen, ja. Du warst so weit schon, du warst ja, schon an den Gleisen. Ja, mhm. Wo ich dann halt eben für mich gedacht habe, naja, oh Fräulein, was machst du hier mhm. eigentlich? Hast du sie noch alle? Mhm. Du hast was ja, machen, was sollen deine Kinder? Was sollen deine Kinder? Ja, Kinder und auch ja. dein Mann, ne? Genau, ja. Also, ich finde, dass du das wirklich, dass das sehr richtig wäre, wenn du eine psychologische Beratung bekämst. Das heißt, du legst bitte auf, meine mhm. Psychologin ruft dich an und alles weitere besprecht ihr beide dann. Okay? Ja, ist okay. Alles Gute, Nico. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. An dieser Stelle nochmal Hinweis auf morgen. Unser Thema morgen heißt meine schlechteste Eigenschaft und ich möchte gerne mit euch reden über eure schlechteste Eigenschaft, wie ihr vielleicht selbstbewusst oder auch selbstkritisch dieser schlechten oder schlechtesten Eigenschaft gegenüber steht. Hinweis auf Samstag, Promi-Talk bei uns hier bei Domian. Mein prominenter Gast diese Woche Samstag ist Oliver Welke, der Comedian und Sportmoderator Oliver Welke am Samstag. So, weiter geht es mit der Monika und Monika ist 44 Jahre alt. Hallo Monika. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Ja, also mein Thema ist, dass ich verliebt bin, mhm. sehr verliebt bin und dieser Mann verheiratet ist. Auweia. Ja, auweia, das kann man sagen. Auweia. Du bist aber in keiner Beziehung? Nein, klarstellen? Nein. Ja. Hast du Kinder? Ja, einen Sohn. Wie alt ist der? 16 Jahre. 16, der lebt bei dir? Und ja, ja. Sehr gutes Verhältnis alles. Also ist alles wunderbar. Wie ist der Mann, wie alt ist der Mann, in den du verheiratet bist? In den ich verliebt bin? In den du, ja. 55. 55? Ja. Und der mhm. ist verheiratet, so wollte ich sagen. Mhm. Ja. Wie lange läuft die Affäre jetzt schon mit euch beiden? Ein Jahr. Ein Jahr. Mhm. Und das weiß niemand? Doch. Doch? Ja. Wer weiß es? Seine Familie, seine Frau, seine Kinder, ja. Oh. Mhm. Mhm. Und wie gehen die damit um? Ja, sehr schwierig. Die Situation ist sehr schwierig. Also, die Kinder möchten ihren Vater nicht verlieren und die Frau natürlich ihren Mann nicht. Ja. Das heißt, da ist super Stress bei denen zu Hause? Ja, ja. Wie alt sind die Kinder von ihm? 25 und 28. Mhm. Gut, die sind ja aus dem Gröbchen raus, kann ja, man sagen. Das sehe ich auch so, aber er sieht es dann immer so ein bisschen anders. Hat er das freiwillig seiner Frau erzählt oder ist es irgendwie zufällig rausgekommen? Ich glaube, das ist eher zufällig rausgekommen. Also es ist keine große Leistung von ihm? Ja, ja. Also erst hat er gesagt, er hat selber gesagt und dann dachte ich, nee, das ist alles so unklar und habe dann wirklich nochmal deutlich nachgefragt und er war dann auch ehrlich und hat gesagt, also durch einen Zufall mit Handy und so ist das dann rausgekommen. Wie lange wissen die das schon? Seit Anfang August. Das ist dann noch nicht so ganz lange, eine Weile schon. Naja. Das reicht schon, ne? Also ich denke immer, wenn man weiß, was man will, dann ist es schon ganz schön, ist die Zeit schon ganz schön lang. Liebst du diesen Mann? Sehr, ja. Sehr. Sehr, ganz sehr. Liebt dieser Mann dich auch sehr? Ich hoffe es. Er sagt es auch immer und also, dass er sich ein Leben mit mir sehr, sehr gut vorstellen kann und er könnte so sein bei mir, wie er wirklich ist. Er müsste sich nicht verstellen und dies und das. Er fühlt sich einfach frei. Wie schildert er denn bei dir seine Ehe? Das Verhältnis zu seiner Ehefrau? Also da sprechen wir eigentlich nicht so viel drüber. Also er äußert kein Unzufrieden es sein. Es ist alles doch. Er sagt, also er ist auch, wie soll ich sagen, sehr anspruchsvoll oder nee, anspruchslos und nimmt eher immer Rücksicht auf deine Familie, als wenn er irgendwie mal an sich denken würde, ja. Mhm. Er sagt, also wenn ich dich austauschen könnte, würde ich das also sofort tun. Da würde ich gar nicht überlegen, aber das geht ja nicht. Und ich glaube, das ist alles sehr, nach so vielen Jahren Ehe,
Das ist, glaube ich, auch, sagt er ja auch, dann schläfst du einiges ein und dies und jenes, aber es war wohl nie so berauschend, obwohl er wirklich aus Liebe geheiratet hat. Die Kinder waren eben auch Wunschkinder, aber es ist eben in den Jahren verloren gegangen. Ja, wie oft seht ihr euch? Also bis August haben wir uns fast wöchentlich gesehen und seitdem die Familie das weiß, zieht er sich doch ziemlich zurück, obwohl ihn das sehr stört und er auch sehr unglücklich darüber ist. Ich denke mal schon, dass ich das so einschätzen kann, wenn das immer alles so wahr ist. Ja, aber davon gehe ich einfach aus, ne? Ja. Und, also das heißt, seit August habt ihr euch dann gar nicht so oft gesehen? Alle zwei? Nein, einmal vor 4 Wochen jetzt. Ach so. Ja, und das hat, das ist dann auch noch schief gegangen sozusagen. Warum? Was ist da passiert? Streit oder? Nein, gar nicht. Nein, Freude war riesengroß und aber er wird ständig beobachtet von seiner Familie, egal, Handys werden überwacht und Tochter ist immer dabei, wenn er irgendwo ist und Und dann tauchte plötzlich irgendjemand auf? Ja, genau. Achso, genau. Da war es natürlich dann vorbei. Ja. Und es gab einen großen Streit vor deinen Augen? Nein, gar nicht. Das nicht? Gar nicht, nein. Er ist dann hingegangen und so hat sie was gesagt. Und telefoniert ihr denn wenigstens oft? Täglich, ja. Und Simsen, ne? Er sagt, dass er dich liebt. Er sagt, dass er dich sehr liebt. Ja. Er sagt, dass er sich das gut vorstellen konnte, mit dir zu leben. Ja. Und er sagt eigentlich nur positive Dinge über dich. Ja. Und er sagt auch, wenn ich das so zaubern könnte irgendwie, dann wärst du meine Frau. Ja. Aber er sagt die andere Seite. Er sagt, ich weiß, dass ich mit dir sehr, sehr glücklich sein würde. Wir würden lachen, wir würden das Leben genießen. Ich bin auch in dem Alter, ich weiß genau, was ich will. Also man hat schon so viel erlebt und ich denke, du auch. Und es bleibt dann nichts mehr offen, wenn man sich dann nochmal dazu entschließt, diesen Schritt zu gehen. Aber die andere Seite sagt er, dieses wahnsinnige, schlechte Gewissen, dort alles liegen zu lassen und damit kann er irgendwie nicht umgehen, Und ich sage aber, deine Kinder sind erwachsen und die gehen ihren eigenen Weg, die haben alle einen guten Job, die verdienen ihr Geld, so wie deine Frau. Also es sind da auch keine sozialen, also finanziell auch, was die Frau anbelangt, keine Probleme. Nein, nicht. Weißt du, Monika, so wie du ihn mir schilderst, deswegen habe ich jetzt ein paar Mal nachgefragt, klingt der Mann mir, ich will es jetzt nicht zu hart sagen. Doch, sag es einfach. Ich glaube, ich muss es so hören, sonst... Ich glaube, es ist ein Weichei. Oh Gott. Ich glaube, es ist ein Weichei. Ja, vielleicht liebe ich ihn ja gerade deswegen so, weil er so viel Gefühl hat und so viel aber er hat keine Haltung. Wärme geben kann und so viel rüberbringt. Ja, das muss man erstmal finden. Ja. Das findet man kaum. Aber er hat keine richtige Haltung. Ja. Wenn er so positiv über dich spricht... Und wirklich so überschwänglich letztendlich dir die Liebe hinlegt und die Liebe erklärt, muss er die Konsequenz ziehen und muss sagen, ich habe 2 erwachsene Kinder, wie du es auch gerade gesagt hast, die haben ihr Leben, ich liebe meine Frau nicht mehr, die Sache ist vorbei, die hat sich vielleicht ausgelebt, mache einen Neuanfang. Jetzt habe ich den Eindruck, so wie du es mir gerade geschildert hast, dass er die Dinge einfach irgendwie so treiben lässt. Ja, und den Eindruck habe ich genauso, habe ich ihn auch gesagt. Und er sagte immer, es ist noch nicht alle Tage Abend. Ja, aber... Wer weiß, was da noch kommt. Ich sage, du lässt dir eine Hintertür offen. Und das finde ich nicht korrekt. Er muss Farbe bekennen. Er muss sagen, so, ich habe lange genug geübt. Ich habe lange genug versucht und getestet. Aber ihr habt das ein Jahr jetzt schon hinter euch. Ja. Nach einem Jahr weiß man, ob man jemanden liebt oder ob man jemanden nicht liebt. Da weiß man auch... wenn man in einer Situation, er hängt ja zwischen den Stühlen, da hat man sich auch schon genug Gedanken gemacht über den Fall und über den Fall. Da muss man irgendwann mal klar sagen, so, jetzt hier stehe ich und Punkt aus. Und das Schlimme ist, ich ahne ja und denke ja ähnlich wie du. Und ich bin eigentlich auch eine Frau, die sonst wirklich fast für sich alles alleine regelt. Also vom Verstand her und so, wie ich sage, so und so geht's nicht. Und hier
spielt dieses starke Gefühl bei mir eine Rolle. Mhm, weil du bist natürlich auch in einer schwierigen Situation. Ja. Wenn du ihm, du hast ja nichts in der Hand. Nein. Du hast nur in der Hand zu sagen, okay, pass mal auf, lieber Freund, das gucke ich mir jetzt noch 2 Monate an. Und dann ist Schluss. Und dann war es das. Ja. Ich mache das nicht mit, dass ich... Das kann ich eben nicht. Wirst du auf ich deine Stimme höre, das Monika. Ist wie ein Teenie, ja, also ich... Aber du wirst mein es Haus, mein Job, mein Sohn, das trotzdem. Klappt alles bombig und hier verhalte ich mich. Also das ist wirklich, da hat das Sprichwort wirklich, also wenn man verliebt ist, dann... Ist man... Ja, ist man, sieht man alles durch eine rosa-roten Brille. Ja, man ist ja auch nicht mehr Herr seiner selbst. Nee, das wahrscheinlich ist das Schlimme. Wirklich nein, nicht. Nein, ne? Deswegen das ist muss es immer, so sein. Ja, es ist auch immer gut, wenn man dann von einem völlig fremden Menschen mal die Meinung gesagt kriegt. Ich glaube, dass du das aber kurz oder lang für dich allein auch aus Selbstschutz heraus tun musst, eine Grenze aufziehen, ihm aufzeigen. Denn du wirst sturzunglücklich. Das bist du jetzt eigentlich schon. Ja. Wenn das aber jetzt noch Monate oder noch ein Jahr so geht, dass ihr euch vielleicht alle 8 Wochen mal seht. Ich will auch nicht so eine Dauergeliebte sein. Furchtbar. Habe ich auch alles gesagt. Furchtbar. Ich sage, wenn, denn mit allem. So, und dann mit allen Fehlern, mit allen ja. Stärken und Schwächen und ich stehe zu dir. Ich stelle mir das gerade vor, du triffst dich mit dem irgendwo in einem Café und ihr beide müsst die Angst haben, gleich kommt der Sohn um die Ecke oder der beobachtet was. Das, ja, ist, ja. Das ist doch die Hölle, das geht doch nicht. Und da muss er doch auch mal ein bisschen auf den Tisch hauen und sagen, Mensch, und er sagt doch immer, ich habe ja auch gesagt, also so wie du das machst, geht das nicht, du bekennst keine Farbe. So. Ich meine, die Familie leidet und ich leide und du leidest letztendlich auch, ja, ja. Weil du keinen Entschluss ja, hast. Genau ja, so ist das. Also genau. Und dieses ja. Hin und Her eiern, das tut allen nicht gut und jeder ist am Ende. Ja, ich könnte mir Geduld, auch vorstellen, dass du die Sorge hast, so wie du ihn jetzt auch kennst, dass wenn du ihm ein Ultimatum sagst, dass der ja. sich völlig zurückzieht. Ja, das könnte mir passieren. Vielleicht. Ja. Es kann aber auch sein. Es ist immer so schwer einzuschätzen bei Menschen. Ich hatte es schon mal gemacht, muss ich sagen. Und ich hatte gesagt, okay, also wenn man sich innerhalb vom halben Jahr nicht entschließt, dann wird es ja irgendwie vielleicht gar nicht. Ne? Sagt man, gibt es ja so eine Statistik. Und manche sind ja 9, 8 Jahre Dauergeliebte. Also ich würde es nicht noch ein Jahr mitmachen. Aber das Schlimme ist bei mir, ich kann einfach nicht richtig, ich kann nicht loslassen. Sobald er anruft, ach hallo meine Süße, und wie geht's dir denn? Und es könnte allerdings auch sein, ich wage mal die Hypothese, dass wenn der wirklich merkt, dass es dir wirklich ernst ist, dass er dann vielleicht seinen Hintern hochkriegt und aus dem Pushen kommt. Könnte sein. Es könnte aber auch sein, dass ihn das so verschreckt, dass er sich ganz zurückzieht und in seine pseudo-heile Welt da wieder einsteigt. Ist ja gar nicht. Nein, ich sag's. Eigentlich, nein, die ist überhaupt nicht heil. Das ist eigentlich nur dieses Materielle. Ich sag, wie kann das nur das sein, was dich hält? Naja, und dann bin ich schon 55 und ach naja, und dann vielleicht noch 20 Jahre und deswegen noch und ach, also auch ein bisschen träge, ja? So ja. Angst so vor dem Neuanfang, ja? Ein bisschen tranig auch. Ja. Monika, ich will ihn dir nicht mies machen. Nee. Du liebst diesen Mann und das ist auch richtig und gut so. Aber du darfst dich nicht unglücklich machen dabei. Das heißt, guck es dir noch eine Weile an, beziehe Was aber auch... Was gibt man noch für ein Ultimatum? Ja, das... Noch ein halbes Jahr? Nein, 2 Monate. Ich sag mal, einfach mal so 2 Monate. Ja. Das musst du ihm aber auch klar sagen, dass du dir das so gesetzt hast für dich. Ja. Dass er damit auch kalkulieren kann. Jetzt ist die Sendung gleich vorbei. Okay. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute, Monika. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ja, danke. Tschüss.